Regenschirme aufgespannt oder Hut aufgesetzt, so wie in meinem Fall hier den Piratenhut. Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5.5. Ja, da hinten sind graue Beißer und ich habe jetzt mal meinen Flitzerbogen gezogen und will mal gucken, ob ich den eventuell... Nee, kriegen kann. Ich will auch nicht zu nah ran. Oh, ist der fix? Der ist fix und macht mich fix alle. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Ja, das wird wohl nichts nützen. Ihr habt ja gesehen, mit den Pfeilen kann ich nichts ausrichten. Aber ich könnte doch mal mit dem Feuerpfeil was ausrichten. Eventuell geht das da irgendwie viel besser. Das heißt also, Bogen ablegen und einen Feuerpfeil laden. Das werden wir mal probieren. Aber vorher mal lecker was essen. Was haben wir denn hier alles? 19 Schinken. Ja, Schinken ist lecker. Okay. So, ich glaube aber nicht, dass wir den Beißer mit dem Feuerpfeil großartig machen können. Der hat mich ganz schön verletzt. Wo ist er denn? Da hinten. Ach, der hing da. Mist. Das gewusst, dass er da hängt. Versuche ich mal irgendwo. Ah ja, richtig. Hier. Ja, so kann es gehen. So, noch eine kleine Info hier zwischendurch gewesen. Im Ladebildschirm. Ja, bringt nichts. Was? Oder? Moment. Bringt das was eventuell, wenn ich von hier oben eine Truhe, ja, die habe ich doch schon. So. Bringt das eventuell was, wenn ich hier oben versuche, hier hoch zu klettern? Nee, bringt nicht so viel. Ach, der hat mich gleich wieder gesehen. Los, hoch. Und der hochgesprungen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ich treffe nicht. Dauernd vorbei. Okay. Der graue Beißer ist ein kleiner Scheißer. Braucht aber ganz viel Pfeile. Jetzt, wenn er noch da bleibt, werde ich doch noch mal Feuerpfeil laden. So. Kann ich damit ein bisschen mehr ausrichten? Na? Hm? Ich werde es mal mit aimen. Nicht armen, sondern zielen. Okay. Er brutzelt so vor sich hin. Na, ah, daneben. Das bringt doch nichts. Oh, Mickey. Aha. Okay. Ich brauche Erfahrungspunkte. Und dem grauen Beißer wird es immer heißer. So, mal gucken. Ah, er brennt noch nicht weg. Mist. Dann wieder mal. Moment, was ist jetzt passiert in dem Moment? Glaub ich's denn jetzt? Gut, dass ich das gesehen habe, dass der noch draufgesprungen ist. Habt ihr das gesehen? Ich wollte gar nicht weitermachen. Da war ich echt am Überlegen. Brichst du jetzt ab? Stirbst du gleich? Aber ich habe ihn gekillt. Wie irre ist das denn? Okay, jetzt mal ein bisschen gucken hier.
Ja, ich habe noch ein paar Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel am Strand Wachturm. Den Wachturm angucken. So, oh. Okay, das sind Skevies. Das sind Scavenger. Brauche ja wieder mal Federn für morgen und einen grünen Waran. Ich glaube, hier geht's sogar runter zum Strand. Das wäre ja allerhand. Ach Mann. Ah, schaffe ich das? Ich schaffe es nicht. So, auf ein neues. Er hat mich gerochen. Und ich habe hier mal zu gucken, ob ich eventuell von der Seite aus ganz schnell den Waldscavenger erledige, was hiermit auch erledigt ist. Oh, der stirbt einen grauenhaften Tod. Schaut euch das an. Muss er sich die ganze Zeit den Kopf an den Felsen schlagen. So grüne Warane, die kann ich noch gar nicht. Das heißt, wir werden mal hier schön großen Bogen machen. Und ja, da hinten ist der Strand. Oh, hier geht's aber steil runter. So, wo ist der Waran? Da hinten links. Und hier geht's noch mal hoch. Nee. Das wäre mir ein bisschen zu riskant. Man sieht die Bibel nicht. Ich fasse es ja nicht. Jetzt ist er auch noch hinter mir her. Ich höre das nämlich. Super klasse. Ergo, ich versuche mal hier. Wo ist er denn? Hat er das Weite gesucht? Er hat das Weite gesucht. Ach, der ist da hängen geblieben. Ach, irgendwer mampft da die ganze Zeit. Ach, er ist das. Nee, das ist jetzt dumm gelaufen. Ja, das heißt abhauen. Zwar ganz schnell. Der grüne Waran ist ja hier weg aus der Stelle. Ich da einfach mal so mutig hinsprang. Aber da hinten lauert schon der nächste auf mich. Das finde ich nicht gut. Und da unten sind noch mehr. Und da ist dieser Wachturm, an den ich hinkommen muss. Ich weiß was. Ich weiß was. Wisst ihr es auch? Ja. Hat wehgetan, aber er springt immer ab. Menno, Menno. Gut, okay. Jetzt bin ich runtergesprungen. Und da ist der grüne Wachturm. Oh, der grüne Wachturm. Der Wachturm. Was soll das jetzt? Heißt das, dass ich? Hätte ich gar nicht machen müssen. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen hier außer Reichweite gestellt und versuche trotzdem. Ah, dieser eine Waran da hinten, der nervt. Ich versuche es noch einmal da ganz schnell hoch zu jumpen. Okay. Der hat mich gerochen. Und spring bitte. Ja. So, und dann muss ich mal hier zusehen, dass ich hier getimed hochkomme. Nein, bleib doch nicht stecken. Jetzt haben wir ihn auch noch. Jetzt haben wir noch so einen. So ein Mole Rat. Oh, und ein Beißer. Der hat mich ja richtig gut erwischt. Oh, Joghurt. Einfach mal ab durch die Mitte hier. Das ist noch ein grauer Beißer. Keine Lust auf den. Also dieser Weg ist echt gespickt. So, gucken. Oh, hier sind wir safe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ein bisschen was essen. Essen wir dein Leckeres heute.
Oh, hier haben wir noch einen Eintopf. Oh. Na, den werden wir wohl hinkriegen. Aber. So, dann hätten wir das hier auch schon mal erkundet. Und das ist auch noch ein lustig Steinhaut Mole Rat. Oh ja. Komisch, wieso geht das hier nicht weiter? Also hier ums Eck. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie da oben hoch. Muss ich das? Nein, ich habe keine Bergausrüsterklamotten dabei. Nee, das ist unsinnig. Da ist ein grauer Beißer. Ach, der hat übrigens... Ist auch einer. Ist ja spannend hier. Meine Herren. Sind alle zum Glück am Mampfen. Jetzt muss ich erstmal das essen, was ich kriegen kann, bevor sie mich hier natzen. Was haben wir denn hier? Oh, ich bin völlig... Was ist das? Milch, Milch. Gut, okay. Ja, das dauert so lange. Ich mach's echt spannend, ne? Ja. So, wo sind jetzt die Heilpflanzen? Kräutertjes, Mondschatten. Ist alles durcheinander hier. Den Heilkraut, Heilwurzel, Feuernessel. Feuerkraut, Feuerwurzel. Hohnstöckel, nein. Okay. Und währenddessen wird es so langsam Nacht. Okay, dann versuche ich mal von der Warte aus. Mal den. Hä? Wo ist denn jetzt dieser Beißer geblieben? Ich dachte, der hätte sich jetzt hingelegt. Ach, das ist auch noch ein Ripper. Ah, Leute, nein. Ripper. Jack, the Ripper. Ja, hier bleibt es irgendwie... Nee, da kann ich nichts machen. Hat er mich jetzt gen... Oh, der hat mich auch noch gewittert. Ach, ein Baumstamm. Hier, nehmen wir den mal mit. Oh Mann. Dann klettern wir mal auf den Baum. Das ist nämlich auch eine Idee. Und speichern mal ab. Schauen mal, was man dem Ripper noch so antun könnte. Ja. Aber nicht viel. Ergo. Versuchen wir es mal mit dem Feuerpfeil. Okay. Muss ich mich hier ganz genau positionieren, wie die auch den Ripper garantiert treffe. Weil ihr seht oben, an der Lebensanzeige von dem Ripper geht doch ein ganz schönes Stück weg. Ja. Und wenn ich wieder in Tamora bin, im Dorf, werde ich mir natürlich wieder Feuerpfeile kaufen. Na, das gibt's doch nicht. Jetzt, wo ich nur noch ein oder zwei zu schießen habe. Also. Aber. Ein Ripper vom Baum gerippt. Heilpflanze, Ripper. Was gibt's denn hier? Rohes Fleisch und Ripperfell. Sehr schön. Okay. Wichtig, sehr wichtig, und es ist dunkel. Ich bin gespannt, was hier uns noch erwartet. Sicherheitshalber nochmal mit normalen Pfeilen nehmen.
Ah, 20 Feuerpfeile, 127. Oh, Leute, ich glaube, ich hätte doch mir mal ein Dings kaufen sollen, so einen Schlafsack, weil der war so teuer. Und ich mach mal vor uns Licht. Ja, da 22 Fackelchen. Dann mache ich mal vor uns Licht. Damit wir ein bisschen was sehen können. Ja. Nicht schon wieder ein Ripper. Ich könnte es ja genauso gut machen, aber. Nee, wir machen es anders. Ich habe doch. Warte mal, ich gebe mir mal meine Fackel wieder auf und ich meine, ich hätte für die Stadt Hamora einen Spruch. Ja, wunderbar. Endlich sind wir wieder da. Und dann werden wir mal Bertha ansprechen, weil mir gesagt worden ist von Alain, dass ich nochmal mit ihr quatschen soll. Und da ist es. Fulko. Fulko? Ja, er ist der Berater des Stadthalters. Du scheinst ihm nicht zu trauen. Nein, ich traue ihm nicht. Und warum nicht? Nun, das ist nur so ein Gefühl. Ich habe Fulko nur kurz gesehen, da er erst vor einigen Monaten gekommen ist und sich meistens nur in der Burg aufhält. Zuweilen aber verlässt er diese auch und geht in die Wälder. Und bei einem dieser Gelegenheiten bin ich ihm begegnet. Er machte auf mich keinen guten Eindruck. Ja, ich hatte richtig Angst vor ihm. Verstehe. Wie heißt du übrigens? Mein Name ist Bertha. Ich bin die Frau von Lars, der auf dem Marktplatz seine Waren anbietet. Ja, das weiß ich. Gut, ich mach noch mal Ende, damit ihr wisst, worum es da geht. Es geht ja schließlich um den zwielichtigen Berater Fulko. Und unten haben wir noch einen neuen Absatz gekriegt. Bertha, die Frau des Händlers Lars, misstraut Fulko. Ich sollte diesem seltsamen Berater mal auf den Zahn fühlen. Ja, das hört sich doch gut an. Dann reden wir mal mit Bertha weiter. Hier scheinen nur wenige Menschen zu wohnen. Die meisten Bewohner haben die Insel gleichzeitig mit den Paladinen verlassen. Ihnen war es einfach nicht mehr sicher genug auf Tamora. Warum sind da nicht alle gegangen? Wir, die hier geblieben sind, sagten uns hingegen, dass es in Methana viel unsicherer ist. Unsere Insel hat immerhin den Vorteil, dass wir hier viele Orte kennen, wo wir uns verbergen können. In Methana hingegen kennen wir uns nicht aus. Da wären wir verloren. Naja, gucken wir mal weiter. Was kannst du mir über den Statthalter sagen? Über Bruno? Mal überlegen. Bruno ist sehr arrogant und immer auf seinen Vorteil bedacht. Wir haben es schon manchmal schwer mit ihm. Allerdings hat er sich sofort auf unsere Seite geschlagen, als die Paladine uns verlassen haben. Und das rechnen wir ihm hoch an. So. Jetzt haben wir wieder eine neue Quest gekriegt. Der Mann im Kerker, Stammler, Zwielie, Bestechung der Wache, Pfeile für Finko, ein Weg zum Statthalter. Wo hat denn jetzt Unruhen auf Tamora? Das war's. Von der Bürgerin Bertha erfuhr ich, dass der Statthalter Bruno sehr arrogant ist und auf seinen Vorteil bedacht ist. Gut, okay, das hat sie ja eben gesagt. Andererseits hat er sich konsequent auf die Seite der Bewohner gestellt, als die Paladine Tamora verlassen hatten. Aber vielleicht hat er dies auch nur getan, um als unabhängiger Fürst über die Insel zu herrschen. Das ist interessant. Na, fragen wir mal weiter. Kann ich dir helfen? Ich wüsste nicht wie. Doch, halt! Gehst du vielleicht in den Wald? Ich denke schon. Könntest du dann für mich etwas Honig holen? Ich würde dir hierfür auch etwas Gold geben. Klar, warum nicht? Wie viel brauchst du? 4 Honigwaben würden mir genügen. Gut, einverstanden. Wo genau kann ich den Honig finden? In der Nähe des Lagers, wo sich die Jäger Hans und Markus aufhalten, müsste es eigentlich genug geben. Pass aber gut auf dich auf. Im Wald gibt es viele Monster. Und die Bienen auf Tamora sind nicht ganz ungefährlich. Oh Gott. Da darf ich auch noch... Oh Mann, oh Mann. Ja, ich wollte eigentlich übernachten. Das werde ich jetzt auch mal machen. Und zwar in Berthas Bettchen. Mach mal bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Ja, ist ja gut. So.
Verdammt, was ist los? Wieso? Was habe ich in deinem Bett gemacht? Ja, wie spät haben wir es denn? Wir haben 6, ne? Ja, wir dürfen noch 2 Stunden schlafen. Weil, auch von In Vino Veritas an dieser Stelle mal einen schönen Gruß. Er hat mir gesagt, irgendeiner der Händler hätte in der alten Version noch einen Permatrank zu verkaufen. Ja, und da die Händler schließlich alle um 8 Uhr am Marktplatz sind, werde ich mal eben gucken, hey du, ob das noch so ist. Zeig mir deine Ware. So, er hat keinen Permatrank mehr. Also überhaupt nichts Permatrankmäßiges da. Hey. Gucken, Karl. Karl, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, aha. Also Essenz der Heilung, Extrakt, Mana-Extrakt, Trank der Geschwindigkeit. Gut, okay, das war das. Habe ich ja selber. Dann haben wir hier noch ein Bier und Bauernschinken. Meint ihr das auch ordentlich gesehen zu haben? Nee, das ist noch nicht so weit. So, Finko ist noch hey, hier. Du. Werden wir mal gucken. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, ich such mal was aus. Ja, nee, auch keine. Auch kein Permatrank. Und hier ist dieser Schlafsack aus Ziegenfell. Der kostet 750. Ich muss da ein bisschen genauer gucken. Nee, das ist mir noch zu teuer. Dafür, ja, toll, Honigwaben. Sind natürlich alle unten irgendwie. Hey! Bei den Räubern. Ja, er wird ja mich wieder anraunzen. Mal gucken. Zeig mir deine Ware. Das sieht auch nicht nach Permatränken aus. Ach. Nee. Gut. Dann haben wir Pech gehabt. Der Barkeeper. Zeig mir deine Ware. Genau, gebratenes Fleisch. Loose Hammer. Was ist denn das? Wirkung? Fragezeichen. Kostet 30. Ich bin neugierig. Ich kaufe mir einen Loose Hammer. So, weißer Rum, Schinken, Wein und Sumpkraut. Nee, mehr hat er nicht. Okay. Dann werde ich jetzt mal. Nee, erstmal speichern. Und Loose Hammer ausprobieren. Ich will ja wissen, was passiert. Und ihr bestimmt auch. Also gucken wir mal. Loose Hammer. Das ist ja eine ziemlich auffällige Flasche. So, Holder. Da ist er. Loose Hammer. Was haben wir denn sonst noch? Sieht gefährlich aus. Wirkung unbekannt. Nebenwirkung wahrscheinlich. Aber jetzt trinke ich mal. Loose Hammer. Achtung. Mana plus 1. Okay. Das war das? Okay. Mana plus 1 bei Loose Hammer. Dachte, ich würde jetzt irgendwie wegfliegen. Oder irgendwie zusammensacken. Ich weiß es nicht. Ja, große Frage. Wie komme ich denn jetzt an den Leuchtturm ran? Klaus. Hey du. Hallo. Hast du eine Arbeit für mich? Ah. Ja, ich hätte da was für dich. Na, dann sag schon. Was ist es? Vor einiger Zeit wurde unser Wassermagier Thelen bestohlen. Eigentlich soll ich mich darum kümmern, aber wenn du willst, kannst du den Fall übernehmen. Okay, ich werde den Diebstahl aufklären. Sehr gut. Am besten gehst du gleich zu ihm und holst dir genauere Informationen. Und dann kann ich ja weiter saufen. Was hast du gesagt? Ach nichts, vergiss es. Wo ist denn die Sache? Thelen. Gucken, vielleicht steht ja hier was darüber. Da ich hierfür mit Thelen sprechen muss, der sich in der Burg befindet, werde ich jetzt noch nichts machen können. Schade. Der Job würde mich also... Oh, toll. Super. Dieser Job wird mir nichts helfen. Ja. Und nu... Hey. Frag ich mal an Josef. Der mir sowieso nichts sagt.
So, Honigwaben im Wald. Welcher Wald? Dieser Wald oder dieser Wald? Das ist die große Frage. Ah, okay. Moment. Honigwaben aus dem Wald mitbringen, diese sollten in der Nähe des Lagers der Jäger Hans und Markus zu finden sein. Ja, das ist jetzt frei interpretierbar. Da hinten ist das Jägerlager. Oder das ist da hinten, ganz da hinten. Oh Mann, ich weiß es auch nicht, was ich mache. Könnt ihr ja mal... Nee, das sind mir zu viele. Ich werd's mal probieren. Okay. So, komm. Ich werde es mal versuchen. Dem aus dem Weg gegangen. Hallo? Glück gehabt. Mann. Irgendwie müsste ich irgendwie Sachen kochen und damit ich hier ordentlich was zu mampfen habe. Was haben wir denn hier? Waldbeeren. Geben die Energie ja auch nicht so viel. Dann nehmen wir hier, ich habe nur noch... Ach ja, komm, komm. Lecker Wurst essen. Dann habe ich hier noch Käse und ein Brot zu essen. Ja, dann habe ich den Wald-Heini da schon. Welträuber-Heini schon mal genutzt. Muss ja nicht unbedingt alle auf mich ziehen. Oh, Wölfe. Okay, ich weiß, die kriege ich mit Pfeil und Bogen weg. Was ist das da hinten? Sind das wieder zwei Wölfe? Hier sind ja nur Wölfe. Okay, hallo Wolfgangs. Ja, das ist schön. Ich muss erstmal hier inspizieren. Ich muss jetzt auch erstmal hier alles inspizieren hier. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn hier? Igor. Leute, nee, ne? Geil. Scheiße. So, dann wissen wir das auch, dass da hinten alles voller Wölfe ist. Dann irgendwo in der Höhle so ein Igor rumgeistert. Ich mach mich mal auf den Weg Richtung Strand. Wo war denn das nochmal? Da war doch was. Na, andere Seite vielleicht? Nee, doch, zum Wachturm. Also hier geht's zum Wachturm, liebe Leute. Ja! Und da sehen sich wieder zwei Wolfgänge. Zwei wilde Wolfgänge. Die müsste ich eigentlich schaffen mit dem Pfeil. Oh, jetzt habe ich beide auf mich genutzt. Nee. Ich versuche es auch nochmal mit dem Messerchen hier. Durchs Fichtendickicht. Die stehen ja aber auch eng beisammen. Ah. Ach ja, die haben ja Rudelverhalten. Okay. Okay. Ah, Mist. Saven. Hier kommt nichts. Gut, ich weiß, dass hier Wölfe sind. Haben wir ja schon genug gesehen. Ergo, wir wollen ja Richtung Wachturm. So. Ja, 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 ja. Wer ist denn der Erste? Du bist der Erste. Okay.
Und du bist der Zweite. Wilde Wölfe. Ja, jetzt ist erstmal der Weg frei. Vorerst. Hier will ich noch nicht reingehen. So, steht hier zum Adanos-Schrein. Bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Okay, da hinten haben wir noch ein Steinhaut-Heinz. Na? Wollt schon meinen, dass der mich hier netzt. So. Gucken wir mal hier in den Ecken. Was gibt's hier zu suchen? Ja, Schafe. Okay, wo ist der nächste Handweiser? Ich will zum Wachturm. Zum Wachturm, der ist hier. Oh, da unten ist aber schon wieder irgendwas Lurker-mäßiges. Doch, da ist ja mein Strand. Das ist überhaupt ein Lurker oder ein grüner Varan? Ist ein grüner Varan. Nee, umkehren. Ich will wissen, was hier ist. Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Oh, hier ist was. Wo geht's hier hin? Zum Adanos-Schrein. Oh, das sieht aber lustig aus. Eine Schafhirte oder wie, oder was? Wow, cool. Schön. Hier. Erstmal plündern. Dann sprechen wir den Heinz hier an, wie immer er auch heißt. Das werden wir gleich wissen. Das ist Edgar. Und bevor ich mit Edgar rede, wisst ihr Bescheid. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt, angeguckt habt. Gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich sage Tschüss.